Jo Leute, was geht ab? Wir fahren gerade nach Winterberg mit dem Auto und ich hatte vor 2 Tagen oder so in meiner Insta-Story angekündigt, dass ich ein kleines Q&A mit den Jungs hier drehe und ich habe ordentlich Fragen auf Instagram bekommen, ich glaube 40, 50 ungefähr. Und davon dachte ich, kann ich jetzt während der langen Autofahrt einfach mal ein paar beantworten. Mit Robin, Lasse, Anton, ein paar schicken Fahrrädern. Und hinten liegt Chef noch irgendwo. Okay, ich suche mir jetzt so 15 bis 20 Fragen raus, die ich beantworte. Die erste Frage ist von Dustin, 1N. Was kannst du für ein Bike für Anfänger empfehlen? Also kommt drauf an, was du fahren möchtest, Dustin. Wenn du eher Downhill fahren möchtest oder Dirt fahren möchtest, gibt es da ein paar Unterschiede. Also generell würde ich empfehlen, mit dem Hardtail anzufangen, ist sehr kostengünstig. Und mit dem Hardtail kann man halt erstmal so die Basics lernen, ein bisschen Urban fahren gehen und sowas. Also ja, wie gesagt, ich hatte damals das Giant Talon 3, das war ein heftiges Anfängerbike. Jetzt gibt es glaube ich schon Talon 4, vielleicht sogar Talon 5, weiß ich nicht. Aber Ghost ist auch sehr empfehlenswert. Ich würde euch einen Hardtail empfehlen, 100 mm Federweg, 27,5 Zoll. Damit habe ich angefangen, bin echt gut zurechtgekommen, weil man erstmal die richtige, saubere Sprungtechnik lernt und so. Und dann die erste Lenkerdreher damit ausführen kann. Und wenn man dann erstmal die richtige Sprungtechnik hat, genug Geld hat und so, kann man sich dann auch einen Pulli kaufen. Ja, ich hoffe, die Fahrräder war ich noch nicht. Bei Junito aus Lübeck, ne? Ja, Lübeck, Junito, immer gut. Okay, nächste Frage ist von Anton Rösler. Marek Gams. Machst du nochmal ein A Day in My Life Video? Feier dich, mach weiter so. Danke erstmal, Marek. Und ja, wie sieht's aus? Ich mache hier oben gleich mal eine Umfrage. Stimmt einfach mal ab, soll ich noch ein A Day in My Life machen oder nicht? Ich könnte auch eins Winterberg Edition machen. Also ich filme einfach mal einen Tag in Winterberg komplett, morgens bis abends und lade das dann uncut hoch und schneide daraus dann A Day in My Life, also oder ganz normales bei mir zu Hause, wie ihr wollt. Okay, nächste Frage von Lasse Leidel. Wie finden deine Eltern deinen YouTube-Kanal? Würdest du YouTube, falls es sich so entwickelt, hauptberuflich machen? Also meine Eltern finden meinen Kanal, glaube ich, auf jeden Fall ganz in Ordnung. Und hauptberuflich würde ich es, glaube ich, niemals machen. Ich weiß gar nicht, ob es dazu überhaupt die Möglichkeit geben würde irgendwann, aber wenn, dann nebenberuflich. Allein dieser Druck, immer wieder was Neues zu machen und immer besser. Ja, genau. Okay, nächste Frage ist von Erik. Wie viele Pullis hattest du schon und wer bezahlt die alle? Ich habe jetzt mein zweites Pulli insgesamt und 2 Dirtbikes. Ich hatte als erstes Pulli das Canyons Drive AL 5.0. Jetzt habe ich das Canyon Torque AL 5.0, 2019 Edition. Und ich bezahle die alle selber. Ich arbeite ein bisschen, kaufe mir ein neues Fahrrad. Und für das, was ich jetzt habe, das Torque, musste ich eigentlich gar nicht mehr so viel machen, weil ich das Drive noch relativ gut verkaufen konnte. Und das Torque ein bisschen günstiger war als das Drive. Nächste Frage ist von Elias MTB. Meine Frage wäre, wie hast du Leute kennengelernt zum Fahren? Ich zum Beispiel habe keinen zum Fahren für Home Trails zum Beispiel. Also bei mir war es eher so, dass ich mit meinen Freunden zusammen die Sportart so entdeckt habe, die ersten Trails gebaut habe und ja, bei mir war es eher andersrum, dass ich erst den Freundeskreis hatte und mit dem dann zusammen das Fahrrad von angefangen habe. So. Und sonst, wenn du ein paar Leute zum Fahren suchst, so guck einfach auf Instagram, wer so in deiner Umgebung auch fährt und schreib die Leute einfach mal an, ob sie Bock haben, mit dir eine Runde zu drehen. Ja, oder einfach so zu Events gibt es eine Grundschule oder so. Ja, oder komm einfach zu lokalen Events. Hier zum Beispiel North Shore e.V. Malente, der größte Bikepark in ganz Schleswig-Holstein. Ist halt Real Talk. Und wir haben zum Beispiel einmal im Jahr Punch Ride. Also es ist so eine Art Weihnachtsfeier, Jahresfeier. Okay, nächste Frage ist von Achim Kolowski. Warum fahren du und Anton immer um die Steinfelder in Malente rum? Auf deinem YouTube-Kanal zumindest. Das kann ich dir ganz klar sagen. Wir fahren nur das eine Steinfeld in Malente, also ich zumindest. Und ich schätze mal, dass das bei Anton genauso ist. Erstens geht es halt übel aufs Material und ich persönlich feiere es einfach nicht so, wenn das so ruppig ist. Ich habe lieber den Flow.
Und ja, keine Ahnung, ich feiere das einfach nicht so, wenn es so ruckelt und den Flow rausnimmt. Also, keine Ahnung, wenn ich außen rum fahre, ist schneller, ruckelt weniger, läuft smoother, cleaner durch. Das Schaltauge kann ich wegfliegen. Das Schaltauge kann ich wegfliegen und schallert einfach alles nicht so rein. Man behält die Geschwindigkeit bei. Die nächste Fragereihe von Downhill Trails, ja, sind drei Fragen in einer. Erstens, was ist dein Dreambike? Zweitens, wann hast du angefangen mit dem Downhill? Drittens, was war dein schlimmster Crash? Also mein absolutes Dreambike, wirklich absolutes Traumbike, ist das Track Session. Das rote mit Kashima-Elementen. Finde ich, sieht einfach, gibt nichts Geileres. Wann hast du angefangen mit Downhill? Ist jetzt so eine Sache. Also Mountainbike an sich fahre ich jetzt seit, ich würde 5 Jahren sagen, 4, 5 Jahren. Und mit Downhill richtig habe ich vor 2, 3 Jahren ungefähr angefangen. Mit 15. Ja, kommt gut hin, mit 15 ungefähr. Da hatte ich mein Hardtail damals so umgebaut, dass ich damit auch im Wald gut fahren konnte. Habe mir dann ungefähr ein Jahr später das erste Fully gekauft. Das waren so die Anfänge. Grüße gehen raus an der Stelle an Leon und Manu. Leon Chatter stellt die nächste Frage. Sag ehrlich, wer fährt das schönste Torque oder zumindest das sauberste? Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, so hundertprozentig Robin, er hat sich das so heftig geil umgebaut. Dieses Bar-Sprint, wie ist das? Single Speed, das ist einfach, heftig. Also Torque DHX hast du natürlich das schönste. Aber wenn es rein ums Torque geht, auf jeden Fall Robin. Das ist einfach zu geil mit Single Speed. Da kommt noch eine goldene KMC-Kette ran. Passt einfach alles. Dann haben wir Frage von Felix, wie bist du zum Radeln gekommen? Die Story weiß ich tatsächlich noch. Da war ich mit Anton bei uns in Plön mit unseren normalen Kinderfahrrädern. Genau, wir hatten beide so ein Bokas Kinderfahrrad. Und dann haben wir irgendwie so ein Wettrennen gemacht und fanden das total klasse. Und ja, dann haben wir irgendwie mal im Internet ein bisschen geguckt, sind irgendwie aufs Mountainbike gestoßen, haben das bei einigen Leuten gesehen, wie die das gemacht haben. Und ab dann ging es eigentlich steil bergauf, da waren wir im Film drin. Frage von Alex Almond, wie alt bist du, kann man sich mal treffen? Ich bin 17 Jahre alt und wenn du eine Runde fahren meinst, ist sicherlich immer drin. Frage von Joost, wie bist du zum MTB-Sport gekommen, das meinte ich gerade schon. Was war dein allererstes Fahrrad? Das meinte ich vorhin, glaube ich, auch schon mal. Das Giant Talon 3 mit ein paar Custom Parts. Ich habe da noch eine RockShox nachgerüstet und ein paar andere Sachen, neue Reifen und so. Nico fragt, welche Tricks etc. willst du dieses Jahr noch stehen? Bester Mann, weiter so. Danke erstmal an dich. Und für dieses Jahr hatte ich mir als neue Tricks eigentlich noch den No-Foot Canyon vorgenommen. Tuck No-Hander wäre heftig, Barspin natürlich. Ja, das wird bestimmt. Der Flip ist ein Traum, ob der realisierbar ist, das weiß ich nicht. Oder nennen wir es anders, der Flip ist ein Plan. Und wann ich mir den erfüllen kann, ist noch offen, sage ich mal. Und Neck, den möchte ich safe können. Den habe ich 1, 2 Mal schon probiert. Mal hat er mehr gut, mal weniger gut geklappt. Aber den Trick gut zu können, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Okay, wird gerade schon ziemlich dunkel, ist auch schon gleich 10:30. Wir sind ein bisschen spät losgekommen heute. Ich hoffe, ich konnte möglichst viele von euren Fragen beantworten. Wenn ich sowas nochmal machen soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare. War jetzt ja auch relativ kurzfristig, dann sage ich nächstes Mal so eine Woche vorher Bescheid. Dann habt ihr eine Woche Zeit, mir alle möglichen Fragen zu stellen. Und dann gucken wir mal, ob wir sowas nochmal machen. Also, bis dahin, macht's gut. Haut rein.